sagen, aus dem Harz. Der Geisterseher. Ist auch einmal auf dem Zellerfeld einer gewesen, der ist an einem Sonntag geboren, des Nachts zwischen 11 und 12 Uhr. Der hat auch Geister sehen können. Und wenn er einem des Nachts begegnet ist, hat er mit ihm gesprochen. Aber nur mit guten Geistern hat er zu tun gehabt, denn er ist ein frommer Mann gewesen. Mit bösen Geistern hatte sich nicht abgegeben. Nun war einmal Fastnacht. Da war er auch in der Kirche, und wie der Pastor auf der Kanzel stand und Gottes Wort auslegte und sagte, wie der Bergmann sich verhalten müsse, wenn er Gott lieb und angenehm sein will, da saßen auch zwei auf der anderen Emporkirche dem gegenüber, der Geister hat sehen können. Die schwatzten miteinander und lachten und hörten gar nicht darauf, was der Pastor sprach. Und hinter ihnen stand der Herr Urian. Der hat Geister sehen können, hat's mit seinen leiblichen Augen gesehen und hatte eine Kuhhaut und eine große Feder in der Hand. Und mit der Feder schrieb er auf die Kuhhaut alles, was die beiden schwatzten, mit großen Buchstaben, das der andere hat lesen können. Wie der Pastor aufhörte zu predigen und das Vaterunser betete und den Segen sprach, hörten die beiden noch nicht auf zu schwatzen und zu lachen. Und der Böse konnte es nicht alles auf eine Kuhhaut bringen. Da trat er mit einem Fuße auf die Kuhhaut und mit den Händen zog er sie an sich. Und wie er so zog, mit aller Gewalt, rutschte ihm die Kuhhaut unter dem Fuße weg. Da fiel der Böse rücklings nieder und streckte die Beine gen Himmel. Das fiel dem Bergmann so ins Lachen, dass er sich nicht halten konnte, und er lachte so laut, dass die ganze Kirche davon schallte. Der Pastor hat ihn aber gleich gesehen und erkannt und hat ihn sich gemerkt, und wie die Leute aus der Kirche gingen, stellte er sich ins Kirchenhaus, wartete, bis der Bergmann herauskam und sagte zu ihm, er möchte doch ein paar Augenblicke mit ihm gehen. Er hätte ein paar Worte mit ihm zu sprechen. Gut, das Ding. Wie sie beim Pastor ins Haus getreten waren, ging er mit dem Bergmann gleich auf seine Studierstube, und da hielt er ihm Gottes Wort vor und hielt ihm eine Strafpredigt, die aus dem FF gewesen, ob er sich dann nicht in der Sünden schäme, dass er sogar an seinem höchsten Feiertage im Gotteshaus vor allen Menschen den Segen verspottete. Dafür konnte es ihm nun und nimmermehr gut gehen. Wie der Pastor fertig war, sagte der Bergmann, »Nun, Herr Pastor, sind Sie fertig?« »Ja«, sagte der Pastor. »So erlauben Sie mir wohl auch, dass ich spreche.« Da sagte der Pastor, wenn er etwas zu sagen hat, mag er es sagen. Da verzählte ihm der Bergmann alles, was er gesehen hatte, und sagte ihm alles wieder, was der Böse auf die Kuhhaut geschrieben hatte, und gab ihm die Hand drauf. Wie das der Pastor hörte, sagte er gleich zu ihm, so möchte er ihm doch den Gefallen tun und nur noch ein paar Augenblicke verziehen lassen, und schickte hin und ließ die beiden rufen. Wie sie kamen, ließ er den Bergmann in das Nebenzimmer treten. Darauf fragte er die beiden, was sie heute Morgen unter der Predigt gesprochen haben. Aber sie blieben dabei. Sie hatten nicht gesprochen. Da machte der Pastor die Tür auf und der Bergmann, der da hat Geister sehen können, trat in die Stube
und sagte so und so und das und erzählte auch, wie der Böse es gemacht hatte. Da erschraken die beiden und bekannten. Und nun wollten sie es auch in ihrem Leben nicht wieder tun. Da war's gut. Und der Pastor gab ihnen noch manche gute Lehre mit auf dem Weg. Den anderen Sonntag saß der Bergmann, der ein Sonntagskind war, wieder in seinem Stuhle. Und gegenüber saßen die beiden anderen. Wie der Pastor auf der Kanzel stand und Gottes Wort auslegte, da stand richtig der Böse wieder hinter den beiden und hatte seine Kuhhaut und seine große Feder. Aber die Bergleute sprachen kein Wort und hörten aufmerksam zu. Und wie der Pastor das Vaterunser betete und den Segen gab, beteten sie recht andächtig mit. Da nahm der Herr Urian seine Kuhhaut zwischen die Zähne und zerriss sie. Und seine Feder zertrat er mit den Füßen und stürzte wütend durch den Gang und die Treppe hinunter und zur Kirche hinaus. Und alle Menschen haben den Lärm gehört, aber keiner hat gewusst, wo er herrührte. Aber der da hat Geister sehen können und hat alles gesehen und hat's nachher oftmals erzählt. Die verwiesene Papiermüllerin. Hinter Goslar lag eine Papiermühle. Darin wohnten ein paar alte Leute, die hatten einen Sohn. Als der heranwuchs, schaffte er sich eine Liebste an, und das sahen die alten Eltern gar nicht gern. Er jedoch ließ sich nicht abhalten und freite sie. Einige Zeit nach der Hochzeit starb die alte Mutter, und der Papiermüller übergab dem Sohn die Meisterstätte und das ganze Kram, zog selbst nach Goslar und nahm da Quartier. Die Zeit lief hin und die junge Frau gebar einen Sohn. Die beiden Dienstmädchen mussten bei der Wöcherin wachen. Als es gegen Mitternacht war, wurden die Mädchen gleich der Wöcherin müde und alle schliefen ein. Als sie am Morgen aufwachten, lag der Knabe tot neben der Wöcherin, und keiner wusste, auf welche Weise er zu Tode gekommen war. Die Zeit ging wieder dahin, und die junge Papiermüllerin gebar ein kleines Mädchen. Dabei ereignete sich alles wie zuvor. Eine Zeit lang nach dem Tode der Tochter gebar die Frau wieder einen Knaben. Zu dieser Zeit war unter den beiden Dienstmägden eine neue. Die erzählte der anderen in der nächsten Nacht etwas, und dadurch blieben beide wach. Es war aber eine wunderbare Nacht. Der Mond schien hell, und als es so gegen 11 Uhr war, sprach das neue Mädchen, sie wollten gar ein bisschen aus dem Fenster gucken. Nun lag der Papiermühle gegenüber ein großes Angebäude. Da entstand plötzlich ein Geräusch, und dann ging dort ein Fenster auf, und es guckte eine weiße Gestalt heraus. Als die Glocke 12 schlug, schloss die weiße Gestalt das Fenster, huschte wieder über den Boden herüber und ging fort. Wie der junge Herr am Morgen aufstand, erzählten die Mägde ihm alles. Er wollte ihnen anfangs nicht glauben und beschloss, in der folgenden Nacht selbst mit aufzubleiben. Sobald die Glocke nun 11 schlug,
kam die Gestalt wieder, und der junge Papiermüller erkannte seine Mutter. Schlag 12 warf die Gestalt wieder das Fenster zu und verschwand. Am anderen Tage wurde der alte Papiermüller herbeigeholt. Auch der blieb die Nacht auf und überzeugte sich, dass die ersten beiden Kinder von niemandem anders als seiner Frau getötet sein konnten. Er bestellte also sogleich 2 Barfüßermönche, welche den Geist verweisen sollten. Auch der Arzt und die Hebamme wurden herbeigeholt, für den Fall, dass der Wöchnerin etwas geschehe, weil der Geist auf der Kammer, wo sie lag, verwiesen werden sollte. Die Barfüßer befahlen dem Müller, dass er während der Verweisung alles im Hause offen lassen sollte, und das geschah auch. Doch leider machte der Wächter, als er vorbeikam, die Haustür und das Dielenfenster zu. Die beiden Barfüßermönche, die davon nichts bemerkt hatten, beschrieben zuerst 3 Ringe auf dem Fußboden der Stube. Es waren aber die beiden ein junger Mönch und ein alter. Der Junge setzte sich unten ans Bett, an einen kleinen Tisch, nahm sein dickes Buch, legte es verkehrt und fing an, so darin zu lesen. Der alte Mönch stellte sich neben ihn. Nun kam auf dem Glockenschlag 11 die Alte ans Fenster im Angebäude. Als sie ein Weilchen hinausgeguckt hatte, schob sie das Fenster zu und kam herein. An dem vordersten Ring blieb sie stehen. Da sprach der junge Barfüßer: »Geist, bist du ein guter Geist oder ein böser Geist? So gebiete ich dir zu reden.« Sie antwortete nicht, und er fragte zum zweiten Male. Sie antwortete aber wieder nicht, und als er zum dritten Male fragte, hielt sie ihm vor, dass er seiner Mutter einmal einen Pfennig weggenommen hätte. Er sagte zwar, dass er sich dafür Papier gekauft hätte, aber dennoch musste er aufstehen und der Alte sich an seine Stelle setzen. Als der sie auch so anredete, begann sie sich zu schütteln und gestand, sie könne nicht ruhen, weil sie nicht gewollt, dass ihr Sohn seine Frau freien sollte, und auch, dass sie am Tode der beiden Kinder schuldig wäre. Und wenn die beiden Dienstmädchen dieses Mal nicht munter geblieben wären, so wäre es dem dritten Kinde ebenso ergangen. Da verwies sie der Barfüßer ins Rote Meer. Sie fing aber an zu betteln. Sie möchten ihr doch einen Winkel im Hause lassen, und wenn es nur ein Loch wäre, wo sie hineinkriechen könnte. Da fragte dieser Barfüßer ihren Sohn und ihren Mann, ob sie haben wollten, dass sie im Hause bleiben solle. Die wollten es aber nicht und sprachen: »Nein, für das, was sie getan hat, soll sie ins Rote Meer.« Sobald die Glocke 12 schlug, wendete sie sich um und war verschwunden. Sie ließ nur einen ganz entsetzlichen Gestank zurück. Als sie herunterkamen auf die Diele, wo der Wächter alles zugemacht hatte, hatte sie das eine Fach von den Fensterruten mit herausgenommen. Von der Zeit an aber ist sie nicht mehr wiedergekommen. Frau Holle in Lauterberg. Frau Holle erscheint in Lauterberg im Harz als eine Art Wettermacherin. Wenn man den Kindern, wenn es schneit, sagt, Frau Holle macht ihr Bett,
davon stöben die Federn. Auch drohte man denselben noch mit ihr als einer bösen Hexe. Wenn sie unartig sind, heißt es, Frau Holle würde kommen mit ihrem großen, großen Sack und sie in denselben stecken. Den binde sie dann mit ihrem Seil so fest zu, dass es kein Entrinnen gäbe. Zum 12. des Monats, den man auch gerne den Frau-Holle-Abend nennt, musste stets abgesponnen sein. Sonst kam Frau Holle und zerzauste oder besudelte den Flachs. Oder, wie es überall in ähnlich derber Weise heißt, Frau Holle macht in die Hede. Auch erzählt man sich, dass Frau Holle mit dem Flachs, den sie noch vorfände, ein Netz spinnen würde. Und mit dem fängt sie diejenigen ein, die nächstes Jahr sterben müssten. Wieder andere sagen, dass sie aus dem Flachs einen Strick drehe, mit dem sich die Spinnerin oder eine aus ihrer Familie im nächsten Jahr aufhängen werde. Ob jetzt etwas davon wahr ist, das lässt sich wirklich schwer sagen. Aber es ist doch bemerkenswert, dass eine Frau, die viele nur als gütige Großmutter aus dem Märchen kennen, die die Fleißigen belohnt und die Faulen bestraft und es nebenher zur Freude aller Kinder im Winter schneien lässt, einen so finsteren Ursprung haben soll. Frau Holle und die Flachsdiese. In Clausthal wohnten einst zwei Mädchen. Die hatten nicht Vater noch Mutter und mussten sich deshalb von ihrer Hände Arbeit nähren. Das Einzige, womit noch etwas verdient werden konnte, war das Spinnen. Eins der Mädchen spann recht fleißig, das andere aber schwatzte gern und brachte damit die Zeit hin, und des Abends war es das Erste, das anfing zu nicken und zu schlafen. Wenn die Fleißige des Abends um 11 Uhr aufhörte, so hatte die Faule schon ein paar Stunden geschlafen. Daher hatte denn das fleißige Mädchen so recht seine Not mit der faulen Schwester. Nun kam Ostern ins Land. Am Osterheiligen Abend saß die Fleißige und spann, während die andere fortgegangen war, um die Osterfeuer zu sehen und Kurzweil zu treiben. Als die Liese nun so saß und spann, schlug es eben 11. Da ging die Tür auf und herein trat eine schöne Frau. Sie trug ein langes, weißes, seidenes Kleid, hatte schöne, lange, goldgelbe Haare und hielt in der Hand eine schöne Diese, so weiß wie Silber und so fein wie Seide. Sie grüßte mit freundlicher Stimme das gute Mädchen, das seinen letzten Flachs eben als Faden auf die Rolle laufen ließ, befühlte das Garn und sprach. »Fleißige Liese, leer ist die Diese, fein ist der Faden, bist wohl beraten.« Dann berührte sie mit ihrer goldenen Diese das Spinnrad des Mädchens, lächelte freundlich und verschwand. Und wer kann das nur gewesen sein? Die Frau Holle natürlich. Die fleißige Liese ging nach dieser Erscheinung zu Bette. Ihre Schwester kam später nach Hause und legte sich auch hin. Am Ostermorgen, als die beiden Mädchen aufstanden, da stand statt des hölzernen Spinnrades ein glänzend goldenes da,
Das funkelte und glitzerte ganz prächtig, und das Garn, das die Liese gesponnen hatte, war so fein und weiß wie Seide. Beim Abhaspeln fand sich auch noch das große Glück, dass das Garn auf der Rolle nicht abnahm. Sie mochte noch so viel abhaspeln, die Rolle blieb voll. War das aber eine Freude! Als aber die Faule nach ihrem Spinnrad sah, da fand sie zu ihrem großen Schrecken, dass statt Flachs Stroh auf der Diese war. Und in ihrem Kasten lag statt der gehabten schönen Leimwand Häcksel. Darum spricht man noch jetzt, am heiligen Abend muss die Diese leer sein, sonst kommt die Frau Holle und bringt Häckerling. Wie der Name Wolfsstein entstand. Als es noch viele Wölfe am Harz gab, brachen sie oft in die Herden und man hörte, dass bald da, bald dort ein Fohlen nachts von der Hürde geraubt wurde. Ein armer Fohlenhirt, der am Brocken seine Hürde hatte, kam gegen Abend zu seiner Frau in ihre Hütte und sagte: »Bring mir heute das Abendessen hinaus, wenn der Mond scheint. Ich muss jetzt noch weiter. Und bring den Jungen mit.« Die Frau sagte: »Ich will kommen, aber den Jungen gebe ich der Nachbarin. Es könnte wohl ein Wolf kommen, während ich in der Hürde bin.« Der Mann aber tröstete sie und sagte: »Die Kinder behüten die Engel. Bring ihn mit.« Und als der Mond aufging, nahm die Frau das Abendbrot und ihren Jungen und ging hinaus zum Manne. Der freute sich sehr, und sie legten das Kind auf den Rasen und aßen vergnügt. Da springt es hinter den Sträuchern hervor, und ein Wolf ist es. Der packt das Kind am Kleidchen und fort mit ihm nach dem Walde zu. Der Mann läuft nach der Flinte, die Frau läuft dem Wolfe nach und schreit: »Ach Wolf, ach Wolf, mein Junge, ach ihr lieben Engel, helft!« Und sie fällt auf die Knie. Und sehe, unser Herr Gott regiert den Wolf, und er legt das Kind fein säuberlich nieder und läuft fort. Dem Kind ist kein Leid geschehen. Und das Kind ward groß und stark und wieder ein Fohlenhirt. Und nie nahte sich ein Wolf seiner Herde. Sie schlichen sich von weitem weg. Und die Eltern hatten da, wo der Wolf das Kind niederlegte, einen Stein mit einem Kreuz errichtet. Und der heißt noch heutigen Tages der Wolfsstein. Die Schlierike in der Schalk. Ein junger, lediger Bergmann geht an einem Sonnabendnachmittag nach der Schalk in die Heidelbeeren. Er will sich einen kleinen Zeitvertreib machen und seines Bruders Kindern Heidelbeeren mit nach Hause bringen. Oben in dem Schalker Tal findet er Heidelbeeren, so dick wie die kleinen Kirschen und zuckersüß. Es dauert gar nicht lang, so hat er seinen Korb voll und will eben wieder nach Hause,
als ein hübsches Mädchen auf ihn zukommt und dann winkt, dass er ihm folgt. Sie geht im Tal hinauf, steigt dann einen Moosberg hinan. Die Stufen sind so weich wie Moos, dass sie wie auf Seide gehen. Obendrauf steht ein Moosschloss. Die Wände sind von Moos, aber weich und wunderschön. Es ist so eigentümlich hübsch darin, dass es ihm vorkommt, als wäre er unter der Erde, ganz im Wald und Moos gehüllt. Auch ein Geruch, der seinesgleichen nicht hat. Die Dame, es ist die Schlierige gewesen, führt ihn in ein Zimmer. Darin ist alles mit grünem Samt überzogen. Spiegel von der Decke bis zur Erde. Tische, Sofas und Stühle von grün glänzendem Holze. In diesem Zimmer kommt sie auf ihn zu und tut, als wollte sie ihn umarmen und küssen. Er freut sich darüber herzlich und eilt ihr entgegen. Indem er aber sie auch umfassen und küssen will, so macht sie den Mund etwas auf. Da kommen ein paar Krötenpfoten zum Vorschein. Der Bergmann erschrickt, geht aber doch näher, meint, er habe sich getäuscht. Als er aber nur noch einen Fuß von ihrem Mund entfernt ist, da öffnet sie ihn ganz, und heraus sehen zwei Kröten mit feurigen Augen und ekligem Atem. Das ist aber doch dem Bergmann zu viel. Voll Schrecken stürzt er zum Haus hinaus, und im Fortlaufen hört er noch ein schreckliches Stöhnen und klägliches Ächzen. Als er unten am Berge ankommt und sich umsieht, ist der Moosberg mit dem Moosschloss und der Schlericke verschwunden. Hätte er sie geküsst, gewiss wäre er reich und glücklich geworden, so aber wird sie auf ihre Erlösung noch lange warten müssen. Die verschütteten Silbergruben. Die reichsten Silberbergwerke am Harz waren die schon seit langen Jahren eingegangenen beiden Gruben, der große Johann und der goldene Altar. Davon geht folgende Sage. Vor Zeiten, als die Gruben noch bebaut wurden, war ein Steiger darüber gesetzt, der hatte einmal, als der Gewinn groß war, ein paar reiche Stufen beiseite gelegt, um, wenn der Bau schlechter und ärmer sein würde, damit die fehlenden zu ersetzen, und immer gleichen Gewinn hervorzubringen. Was er also in guter Absicht getan, das ward von anderen, die es bemerkt hatten, als ein Verbrechen angeklagt und er zum Tode verurteilt. Als er nun niederkniete und ihm das Haupt abgeschlagen werden sollte, da beteuerte er und beschwur er nochmals seine Unschuld und sprach: So gewiss bin ich unschuldig, als mein Blut sich in Milch verwandeln und der Bau der Grube aufhören wird, wann in dem gräflichen Haus, dem diese beiden Bergwerke zugehören, ein Sohn geboren wird mit Glasaugen und mit Rehfüßen, und er bleibt am Leben, so wird der Bau wieder beginnen. Stirbt er aber nach seiner Geburt, so bleiben sie auf ewig verschüttet. Als der Scharfrichter den Hieb getan und das Haupt herabfiel, da sprangen zwei Milchströme statt des Blutes schneeweiß aus dem Rumpf in die Höhe
und bezeugten seine Unschuld. Auch die beiden Gruben gingen alsbald ein. Nicht lange nachher ward ein junger Graf mit Glasaugen und Rehfüßen geboren, aber er starb gleich nach der Geburt, und die Silberbergwerke sind nicht wieder aufgetan, sondern bis auf diesen heutigen Tag verschüttet. Von einer Wirtsfrau, die nicht treu gehandelt hat. Eine Wirtsfrau in Leerbach hat die Leute betrogen, mit Gewicht und Gemäß, hat Wasser zwischen die Milch getan und überhaupt nicht richtig gehandelt. Einstmals ging sie in den Keller und wollte einem Reisenden ein Glas Bier holen. Als sie bei dem Bierfass stand, so stürzte mit einem Mal der Keller nieder. Die Frau fiel sich tot, und die Angehörigen mussten 3 Tage arbeiten, bis sie endlich die Frau fanden. Und danach ist sie dann anständig begraben worden. Aber von der Zeit an ist sie spuken gegangen. Wenn die Leute des Abends noch in den Stall gewollt haben, hat sie bei der Kuh gesessen. Haben sie in den Keller gewollt, dann hat sie vor dem Weinfass gesessen. Und wenn sie morgen einheizen wollten, so hat sie vor dem Ofenloch gesessen. Jedes Mal mussten ihr die Leute erst einen kräftigen Schlag geben, ehe sie fortgegangen ist. Die Leute wussten sich zuletzt gar nicht mehr zu helfen und erzählten es einem alten Mann, der sagte: »Ach, Leute, ihr mögt doch den Pastor und einen Pater der Kapaziner kommen lassen. Die haben doch noch jeden Spuk vertreiben können.« Also kamen die Verweiser und forderten das alte Spukding hervor. Als sie nun kam, so sagte der Pastor: »Hinfort mit dir, ins Grabe, oder auf ins Mühlental.« Da sagte das alte Spukding: »Nein, nein, ich kann nicht das Grabe runtergehen. Es ist meins, meins.« Der Pater ließ nicht locker und verwies sie in das Mühlental. Aber das Gespenst war immer wieder in dem Gasthaus gesehen worden und auch in dem Mühlental. Einen Abend kam sie einmal zwischen 11 und 12 Uhr wieder und bettelte, dass sie doch nur eine kleine Stelle unter der Treppe haben möchte. Aber da kam der alte Wirt und sagte zu der Verwiesenden: »Du hast deinen Platz im Mühlental. Da gehst du jetzt auch hin, oder ich werde dir Beine machen.« Da schrie sie noch einmal: »Nein, ich kann nicht in mein Grab. Das hier ist meins, meins, meins.« Da ward auf einmal ein Sausen und ein Brausen in dem Gasthof, dass einem jeden Angst und Bange werden konnte. Und da war das alte Gespenst auf einmal fort und ist nun bloß noch in den Mühlental spuken gegangen. Und da hat sich kein Mensch hinwagen dürfen vor ihm. Also dieser Wirt hat einstmals in diesem Tal Feuerholz gehabt und hat da mehrere Frauen genommen, die das Holz tragen sollten. So gingen sie denn hin und trugen an dem Feuerholz. Als das eine Mädchen sein Bündel aufgehuckt hatte, kam das alte Gespenst und setzte sich auf das Holz hinten drauf. Da konnte das Mädchen nicht aufstehen. Da warf es das Bündelholz ab und lief nach Leerbach. So ist es vielen Mädchen beim Holzholen im Mühlental ergangen. Musik
Das Hegerfeld. In der Nähe des Forsthauses Lüderholz liegt das Hegerfeld. Und daran grenzt das Bärenholz oder der Silberhai. Auf dem Hegerfeld hat aber ein Nagelschmiedemeister aus Herzberg Land gehabt. Und als er eines Tages dort an seinem Acker gearbeitet hat, ist ein Handwerksbursche gekommen. Der hat sich bei ihm in Dienst begeben. Der Handwerksbursche aber hat statt der Nägel nur Gerätschaften geschmiedet, ist auch oft mit seinen Meistern nach dem Hegerfeld gegangen. Da haben sie ein Loch gegraben und viel Gold herausgeholt. Als nun der Meister davon wohlhabend geworden war und was er auf der hohen Kante hatte, wurde der Geselle eines Tages so ängstlich und hieß seine Meisterleute einen Kessel mit Wasser herbeischaffen. Da ist auch alsbald eine Kugel in den Kessel geflogen. Und der Geselle hat gesagt, die käme weit her und hätte ihn treffen sollen, hat sie auch sogleich wieder fortgeschickt und gesagt, jetzt träfe sie den, der damit nach ihm gezielt hätte. Danach aber ist der Geselle fortgegangen, und der Meister hat die Stelle auf dem Hegerfeld nicht wiederfinden können. Ein andermal hat auch ein Mann an seinem Acker gearbeitet und sich niedergelegt zum Schlafen. Da hat er, wie er so dagelegen, einen eisernen Kasten erblickt, ist zu der Stelle hingeeilt und hat lauter zinnernde Schüsseln darin gesehen. Die hat er eben herausnehmen wollen, da ist aber seine Frau gekommen und hat ihm zugerufen, »Was machst du denn da?« Wutsch war der Kasten mit dem Zinn und den Schüsseln fort. Auch eine Jungfer mit Schüsseln hat sich in der Nähe vom Hegerfeld und vom Forsthaus Lüderholz gezeigt. Vielleicht sind es Schatten aus der Vergangenheit, die hier ihr Unwesen treiben. Denn es heißt, dass früher auf dem Hegerfeld auch das Hegerdorf gestanden haben soll. Der Scharzfelder Geist. Vor langer Zeit bewohnte die Burg Scharzfels ein wackerer Ritter, Albrecht von der Helden, mit seiner schönen Gemahlin, einem wahren Muster der Tugend und Sittsamkeit. Still und geräuschlos flogen dem glücklichen Paare die Tage dahin, und es lebte mit aller Welt in Frieden, selbst mit dem Burggeiste, der seit undenklichen Jahren in der Gestalt eines kleinen alten Mannes auf der Burg hauste und, wie die Leute erzählen, selbst mit an den mächtigen Felsenhallen arbeiten half. Sein liebster Aufenthalt war aber in einem Turme, der kühn in die Wolken stieg und dort oben auf dem Platze stand, von welchem sie erst die Gegend überschauten. In den Zeiten der Ruhe und des Friedens entzog er sich dem Anblick der Menschen und lauschte am Tage in dem Geklüft des Felsens oder in dem riesigen Turme auf das Tun und Treiben der Dorfbewohner. Des Nachts aber säuberte er für wackere Knappen die Rosse, für fleißige Mädchen das Geschirr und die Küche und stellte da verfallende Gemäuer des Schlosses wieder her.
Wenn dem Burgherrn ein frohes Ereignis bevorstand, verkündete er es mit fröhlicher Miene. Nahte aber Unheil heran, dann sah man ihn in schwarzen Trauerfloren und mit trüben Anblicken durch die Gänge und Gemächer der Burg schleichen. Der Ritter Albrecht von der Helden und seine wunderliebliche Gemahlin kamen einstmals von einem Feste heim, welches der Kaiser Heinrich der Vierte zu Goslar gegeben, als sie den Burggeist in Trauergewändern und tränenden Augen an dem Burgtor stehen sahen. Sie erschraken und befürchteten schon, es sei ein großes Unheil geschehen. Als sie aber vernahmen, dass in ihrer Abwesenheit nicht das Geringste vorgefallen sei, mutmaßten sie, dass ihnen und ihrer Feste ein Unglück drohe, und harrten in banger Erwartung auf den Einbruch desselben. Aber Tage und Wochen vergingen, ohne dass sich das Geringste ereignete, und der Burgherr wurde ruhiger, und auch das Auge seiner treuen Gattin blickte wieder heiter. Dennoch hatte der Geist nicht ohne Ursache Schreckliches prophezeit. Der allen Wollüsten ergebene Kaiser hatte nämlich auf jenem Fest zu Goslar Gefallen gefunden an der schönen Frau des von der Helden. Und das Wohlgefallen war bald zur verbrecherischen Glut emporgelodert, die er umso mehr für jeden Preis zu befriedigen dachte, je mehr ihn das tugendhafte Weib bei jeder Andeutung mit empfindlicher Kälte zurückgewiesen hatte. Da zog er einen Mönch aus dem nahegelegenen Kloster Pölde, der oft auf dem Scharzfels war, in sein Geheimnis und versprach ihm, wenn er zur Ausführung seines schändlichen Vorhabens behilflich sei, verschwenderische Belohnung und ein Bistum für ihn zu erwirken. Und der Pfaff weigerte sich nicht lange, sondern versprach seine verschwiegene Handreichung. Auf Anraten des Mönchs sandte der Kaiser einen Boten an den Ritter von der Helden und ließ ihn zu sich ins Kloster Pölde bescheiden. Hier forderte er ihn auf, eine Reise für ihn an einen entfernten Ort zu tun, und so unlieb es diesem auch war, so durfte er doch seinem Lehnsherrn den Gehorsam nicht verweigern. Zärtlich nahm er von seiner geliebten Gattin Abschied, schwang sich auf sein Ross und war bald aus den Blicken der Betrübten und ihm mit trüben Ahnungen Nachschauenden verschwunden. Kaum erhoben am anderen Morgen die Vögel ihre hellen Morgenstimmen, kaum flatterte das erste Gold der Sonne zwischen den bewegten Baumwipfeln, als auch schon der Kaiser mit einem zahlreichen Gefolge in der Nähe der Burg erschien. Den ganzen Tag erscholl in den Wäldern das Hallo der Treiber, das Kläffen der Hunde und das Rufen der Jäger, das sich dumpf an den Klippen brach. Der Kaiser aber fand heute wenig Gefallen an dem edlen Weidwerk, sondern er schaute oft und sehnend hinauf nach der stolzen Burg, die das Ziel all seiner Wünsche in sich verschlossen hatte und der sich doch von einem unerklärlichen Gefühl in seinem Inneren zurückgehalten, nicht zu nähren wagte. Als aber gegen Abend ein finsteres Wetter über den Harze emporstieg, als langsam und hohl der Sturmwind in langanhaltenden, heiseren Tönen heranzog, sich in den Bergen verfing und den Staub wirbelnd emporkräuselte, als der Wald rauschte, die Wolken sich immer düsterer auftürmten und die Ströme des Himmels prasselnd herabstürzten, da hatte der Kaiser einen schicklichen Vorwand, an das Tor der Feste zu reiten und um Einlass zu bitten. Der Mönch hatte schon längst seine Ankunft erwartet und führte ihn bei der Burgfrau ein. Sie erblasste, als sie den unerwarteten Gast erblickte. Eine ganz eigene Scheu
Ja, eine Furcht ergriff sie in seiner Nähe. Sie zitterte, wenn er sie so anstarrte mit den großen flammenden Augen. Die Taube, wenn sie das blinzelnde Auge des Raubvogels auf sich gerichtet sieht, kann keine größere Angst empfinden. Aber sie raffte ihren Mut zusammen und empfing ihn mit all der Aufmerksamkeit, die sie ihm schuldig zu sein glaubte. Der Abend verging unter allerlei gleichgültigen Gesprächen. Als aber die Nacht schon angebrochen war und die Burgleute alle schon in tiefem Schlaf lagen, da sprang auf einem Wink des Mönchs der Kaiser plötzlich auf, umhalste das reizende Weib und suchte ihrer mit Güte Herr zu werden. Die Erschrockene setzte sich zwar verzweiflungsvoll zur Wehr und flehte dem Priester um Hilfe und Erbarmen an, aber dieser, statt der Unglücklichen beizustehen, eilte hinzu, überwältigte das schwache Weib und half die scheußliche Schandtat zu vollbringen. Durch die fürchterlichste Körperanstrengung erschlafft, durch die Verzweiflung des Geistes aufgerieben, blieb die Unglückliche entseelt auf dem Lager und schaudernd vor der Schuld, die er auf sich geladen, floh der Kaiser mit seinem Helfer aus den Mauern der Burg. Und kaum waren sie aus dem Tor der Feste, da begann ein dumpf brausendes Getöse in den Eingeweiden der Erde. Und die Felsen unter ihnen und neben ihnen fingen an zu zittern und zu wanken. Eulen mit glühend rollenden Augen umkreisten ihre Häupter. Schmutzige Fledermäuse flatterten pfeifend wie Geister des Abgrunds um die Zagenden. Und es krachte den Felsen hinan, im himmelhohen Turme hinauf, wie das von tausend Echos zurückgeworfene Rollen des Donners, und das schwarze Schieferdach hob sich über die Wolken und fiel, wie Hagelschauer, zertrümmert nach allen Seiten herunter, und zackige Blitze und Feuerflammen durchzuckten die Finsternis in der Nacht. Und zwischen ihnen stieg riesengroß und schwarz vermummt der Burggeist aus dem Inneren des Turms empor, schwebte über die Scharzfels, schrie es laut in die Gegend hinaus, daß der Kaiser Tugend und Unschuld, Recht und Sitte mit Füßen getreten habe, daß der Pfaffe mehr als der Kaiser an dieser Sünde schuldig sei, und versank wieder in der Tiefe des Turms unter Donner und Blitz. Unterdessen waren die beiden bleichen Sünder an das steinige Ufer der Oder gelangt, und der Kaiser haderte mit dem Mönch und schalt ihn, daß er sich zu dieser Höllentat habe bereitwillig finden lassen, statt ihn davon zurückzuhalten, und schlug ihn verzweiflungsvoll mit geballter Faust in das Antlitz und stürzte von dannen. Wild starrte der Mönch dem Enteilenden nach und nicht länger imstande, die Gewissensqual, welche ihn peinigte, zu ertragen, bemächtigte sich seiner der grässliche Wahnsinn, und er erhängte sich über dem schroffen Felsen am Gestade der Oder, da, wo noch jetzt der Berg die Schandburg geheißen wird. Nach einigen Tagen kehrte der Ritter von der Helden nach Scharzfels zurück, und die unerwartete Nachricht traf ihn wie ein Donnerschlag aus heiterem Himmel. Sein Herz schwoll ihn in männlicher Wut, sein Auge flammte gen Himmel. Ohne eine Silbe zu sprechen, ohne seines Zustandes bewusst zu sein, hatte er einen furchtbaren Eid der Rache geschworen und war schon nach wenigen Minuten auf dem Weg nach Goslar, um den Zerstörer seines Lebensglücks für seine Freveltat zu bestrafen. Dieser mochte aber die Ursache des Besuches ahnen und fand daher für gut, ihn nicht vor sich zu lassen. Um aber auch für die Zukunft ein unangenehmes Zusammentreffen mit den beleidigten Ritter unmöglich zu machen, gab er einigen seiner Diener Befehl, ihn auf eine gute Weise aus dem Weg zu räumen.
Hiervon erhielt der von der Heiden jedoch Nachricht. Er verließ Goslar sogleich und rächte sich nun dadurch, dass er die Bergleute auf dem Harz zum Aufstand reizte und mit ihnen die Gegend verließ, wodurch auch die Bergwerke ganz in Verfall gerieten. Der Burggeist aber zog sich seit dieser Zeit ganz von den Menschen zurück, quälte die Bewohner von Scharzfeld und duldete weder ein Dach auf dem Turm, denn wenn man schon am Tage eins draufbaute, warf er es doch des Nachts wieder herunter, und der Turm wurde deshalb auch seit der Zeit ohne Dach gelassen.